Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Mittwoch, der 8. Dezember. Mein Name ist Carlos Martins. Wir hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Und wir sehen hier, wir haben hier 15.770. Ja, und wir gehen jetzt mal in den Bereich rein. Das heißt, wir haben 15.800 als erste Marke. 15.800 the big number, 15.807 long, 15.792 short wäre eine Alternative. Ja, wenn wir jetzt mal ein bisschen höher gehen auf den 15 Minuten Zeitebenen, dann sehen wir hier, meine Damen und Herren, noch ein Gap. Zack. Wenn wir höher gehen auf den Stundenchart, sehen wir dieses Gap hier, die Kurslücke. Die sind geschlossen und hier oben, da haben wir dieses Gap. So, dieses Gap liegt bei 15.900. Dann haben wir das Gap geschlossen. Also spannend, spannend, spannend. Wir bleiben aber auf den Minutenchart und gucken uns jetzt die Blueboxen von gestern an. So, wir hatten eine 25er, sehr schön, eine 16er, die ist direkt im ersten Anlauf, dann 28, 28, sehr schön 13er und 14er hier, die dann oben ausgebrochen sind, wir sehen es hier, 16er, also wir hatten sehr viele kleine Boxen gestern, 21 und 34 ist zu groß und das war's. So. Und wir haben die nächsten Trade ist die Big Number. Ich melde mich sofort noch zu. So, wir gehen jetzt noch mal in die Vola-Boxen rein und sehen heute Morgen, wir haben 44 Punkte. Das ist okay. Gestern Abend hier noch mal ein paar Vola-Boxen. Ich gehe mal auf den 5-Minuten-Chart. Und da sehen wir dann gestern Morgen direkt hier mit dem Gap nach oben weggeschossen und ja, erholt sich hier. Wir sehen also die Zielmarken im Gap, liegt bei 15,4. Da sollten wir ein Auge drauf werfen, wenn der Markt noch ein wenig nachgibt. So wie jeden Morgen, einmal die große Wetterlage und wir fangen tatsächlich heute mal mit The DAX an. Neues Chartfenster, Vorlage, Zickzack-Linie. So, okay, wir fangen an beim Daily. Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long, 5 Minuten auch Long. Der nächste Markt hier in der Rubrik ist dann Gold. Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 auch Öl. Daily Short. 4 Stunden Long. Stunde Long. 30 Long. 30 Short schon. 15 Short. 5 Minuten auch Short. Technologiebörse Nasdaq. Daily Long. 4 Stunden Long. Stunde Long. 30 Long. 15 Long und 5 Minuten Short. S&P 500 im Schnelldurchlauf. Daily Long. Ja, und wir sehen hier kurz wieder vorm All-Time-High und auch hier schön zu sehen. Ja, der gleitende Durchschnitt gehalten. Hier erstmal nicht signifikant runter. Mal gucken, ob das alles sich hält. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Geht weiter. Dow Jones. Dow Jones Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Und jetzt gehen wir eine Etage tiefer zu den Kryptos. 50.000 aktuell bei Bitcoin, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Short, 15 Short. Und 5 Minuten Long,
Also durchwachsen. Ethereum, Ether, Daily Long, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Das ist also der Wetterbericht aktuell. Hamburg heute, Wind, Niesel, Schnee. Und wir bereiten uns dann auf unsere Boxen vor. Wir haben die erste Falle mit der Big Number platziert. Und jetzt die Frage, wo kommen die Vola-Boxen rein? Wir haben eine Vola-Box bei 15.789. Das heißt, von hier aus sind es 29 Punkte. Das reicht nicht ganz aus, um einen aggressiven Trade hier einzuplatzieren, aber es kann sich ja noch ändern. Wir haben noch 17 Minuten bis zur Markteröffnung. Es ist 8:57 Uhr. Wir sind ausgeführt in der Box. Big Number 15.807 gehen wir long. Bei 15.592 gehen wir short. Wir sind jetzt im ersten Trade short und wir haben noch 2 Minuten. So, es ist 8:58 Uhr. Der Trade ist in den Gewinn gelaufen. Wir platzieren nochmal die Order für mein Videotagebuch. Schließe ich jetzt das Logbuch. Wünsche allen gute Trades. Wir machen im Live-Trading-Raum jetzt weiter und ja, hören uns dann morgen.